Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen uns heute wieder auf die Suche nach dem Händler. Ich habe noch ein bisschen weitergearbeitet hier, aber nicht viel. Es fehlt immer noch ein kleines Stück. Also wir haben den Zaun wieder, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, den hatten wir letzte Folge schon. Das Stückchen hier bis hinter, das fehlt noch, aber dafür hier vorne ist alles finito. Ja, wie gesagt, der Zaun, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das letzte Folge schon war, aber ich glaube schon. Ach, und hier fehlt noch ein kleines Stück. Die Seite zum Meer lassen wir offen, dass wir hier ein bisschen Ausblick haben. Ich würde dann nur früher oder später hier das alles mal noch wegschlagen, dass wir hier wirklich eine richtige Steinmauer haben. Aus dem einfachen Grund, dass hier dann nicht die Gegner kommen, weil die können natürlich jetzt aktuell hier noch durchs Wasser. Und dann einmal diesen machen. Ist natürlich nicht so geil. Deswegen werde ich das irgendwann mal noch abschlagen, die Mauer bis runterziehen, dass wir eine schöne Senkrechte haben, wo keiner mehr hochkommt. Ja, ansonsten nicht viel hier drüben. Das Stück ist noch fertig. Ich glaube, das war auch noch nicht. Und der Zaun steht. Ja, wir haben extrem viel Platz. Ich will aber diesmal nicht ganz so lange rumquatschen. Haben wir das letzte Mal schon gemacht. Und das vorletzte und vorvorletzte Mal. Sondern wir wollen heute mal ein bisschen auf Erkundungsmissionen gehen. Ich hatte einen Kommentar, der mir sagte, dass der Händler meistens nicht im Landesinneren ist, sondern eher weiter außen am Wasser. Ein anderer hat wieder geschrieben, nee, bei mir war er im Landesinneren, aber hat mir auch den Tipp gegeben, dass, Moment, ich muss mich mal kurz konzentrieren. Oben ABC, Sumpf, Moment, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Wir haben das Ding Händler genannt. So, ich muss da immer erstmal ein bisschen überlegen. Ja, er hat mir den Tipp gegeben, es gibt wohl so eine Seed-Generator-Map im Internet. Das heißt, man kann seinen Seed eingeben, den man spielt, und es wird einem angezeigt, wo der Händler sich befindet. Finde ich prinzipiell nicht doof, werde ich aber noch nicht machen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal ein ganz paar Folgen, ob wir ihn finden oder nicht. Und wenn sich das wirklich so weit zieht, dass wir, keine Ahnung, völlig verzweifelt sind, dann wäre das vielleicht noch eine Option für mich. Aber vorher noch nicht, weil das, ja, ein bisschen Spaß an der Suche soll ja auch dabei sein, ne? Ich habe noch mal ein paar Tipps gelesen. Viele haben geschrieben, schnapp dir ein Boot und fahr einfach die Flüsse lang oder generell das Meer so am Landesufer, weil er wird wohl auf 2 Kilometer Reichweite angezeigt. Jetzt ist die Frage, wie groß sind hier 2 Kilometer? Keine Ahnung. Aber prinzipiell ist das keine dumme Idee. Weil ich glaube, wenn wir hier mit dem Boot langfahren, wird es ihn uns hier schon anzeigen. Also dass wir jetzt wirklich, weiß ich nicht, wenn das der Händler ist, hier stehen müssen, glaube ich nicht. Bei 2 Kilometer, wenn man es jetzt mal so wirklich auf die normale Welt überträgt, dann ist das ja doch schon ganz schön, dann wäre das ja ein Radius von, keine Ahnung, so vielleicht oder vielleicht sogar mehr. Naja. Also ich denke, das werden wir machen. Ich würde mit euch jetzt die Folge trotzdem ganz gerne das Stück hier noch aufdecken. Einfach nur damit, dafür, dass es erledigt ist. Hey, ich habe mal nicht zuerst die Werkbank weggerissen. Habt ihr es gesehen? Ich lerne dazu. Kriege ich dich noch? War wahrscheinlich taub. Ja, einfach nur dafür, dass das da mal noch aufgedeckt ist. Und dann müssen wir mal schauen mit dem Boot. Entweder bauen wir uns ein neues oder ich hole das alte doch mal wieder hoch. Das steht ja aktuell noch am Sumpf unten. Das wollte ich euch jetzt nicht unbedingt antun hier in der Folge, weil dann sind wir wieder 20 Minuten eine komplette Folge lang beschäftigt, nur das Boot zu holen. Und es passiert wieder so ansonsten rein gar nichts. Das muss nicht sein. Ich sammle mal noch ein bisschen auf, was wir hier finden. Gerade Stein brauchen wir immer noch ohne Ende. Ist zwar bloß noch ein kleines Stück, was fehlt an den Bodenplatten, aber glaubt mir, selbst das ist noch mehr als genug. Ja, und dann mal schauen. Entweder haben wir genügend Bronze und Bronzenägel, dass wir uns einfach ein neues bauen. Da hätte ich jetzt prinzipiell auch nichts dagegen. Und dann düsen wir einfach mal ein bisschen auf dem Meer rum. Oder wir holen halt doch das andere wieder hoch. Das muss ich mir mal noch überlegen. War das? Das war ein Keuling. Bam. Ey, warum kein One-Hit-Wander? Gib mir dein Harz. So. Wir waren hier noch nicht. Das heißt, es riecht förmlich nach einer Bienenkönigin. Hier sehe ich nichts. Sag mal, was ist denn los? Ist das euer Zuhause hier?
Vielleicht hier eine Bienenkönigin. Ja, eine Bienenkönigin. Geil. Ich glaube, ich habe die anderen beiden noch gar nicht verbaut. Ja, ist ja gut. Lasst euren Frust raus an mir. Diese ganzen Fackeln. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ich glaube, irgendwann werfe ich die mal ins Meer. Weil benutzen tun wir die nicht. Also ich zumindest nicht. Wenn es mir leid tut, dass es da manchmal ein bisschen dunkel ist für euch. Aber ich finde die so nutzlos. So, in dem waren wir gerade. Da war die Bienenkönigin. Nö, mehr ist nicht. Ein Wildschwein noch. So, da haben wir es. Ja, hier wird ja auch nur Grasland sein. Na gut, hier drüben noch so ein bisschen dunkler Wald, aber wir werden den Händler sehr wahrscheinlich nicht hier finden. Hab auch gelesen, dass es wirklich bei vielen nicht auf der Hauptinsel ist, sondern meistens eine Nachbarinsel. Noch eine Bienenkönigin? Ich fasse es nicht. Aber wie gesagt, auf die... Keine Bienenkönigin? Hä, davor auch nicht. Wieso denn das? Wir haben gar keine einstecken. Gibt es jetzt nicht mehr bei jedem Dings eine Königin? Doch, hier habe ich sie. Dann muss ich die da drüben doch auch noch kriegen. Wir müssen nochmal genau hinschauen. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Aber das wäre richtig Verschwendung. Ich meine, wir haben schon ohne Ende Honig, aber ich möchte einfach immer mehr haben davon. Weil gerade, wie ich es schon mal erwähnt habe, für diese ganzen langwierigen Arbeiten mit den Bodenplatten. Ey, wo ist die Bienenkönigin? Ist sie vielleicht auf die andere Seite gefallen? Da ist sie. Hätten wir sie fast liegen lassen. Ja, gerade für diese Arbeiten, die sich halt so lange ziehen, ist das geil, wenn man davon einfach immer wieder was reinsnacken kann. Ja, also bevor wir auf die Karte gucken, da müssen schon noch ein ganz paar Folgen vergehen. Wenn wir ihn gar nicht finden, hier so im Umkreis, sagen wir mal, so hier vielleicht... Wenn wir das alles mal mit dem Boot abgefahren haben, dann können wir gerne mal überlegen, dass wir da nachschauen. Aber danke für den Tipp. Ich wusste es tatsächlich nicht, dass sich da schon jemand die Mühe gemacht hat. Auf jeden Fall praktisch, wenn man am Verzweifeln ist. Oh, hier gibt es nochmal eine ganze Menge Stein. Oh ja, das muss ich mir mal eben markieren, weil meine Steinspots langsam leer gehen. Diese großen Hügel sind zwar geiler, aber die hast du halt meistens, also entweder im dunklen Wald, wo dir dann andauernd Gräulinge auf den Keks gehen, oder auf dem Wasser, und das ist genauso nervig, weil mir ist ja schon mal ein Tod deswegen passiert. Stehst du auf diesem riesen Steinhügel drauf, klopfst drauf, fällst nach unten und bist umzingelt vom restlichen Stein und kommst nicht mehr raus und ertrinkst. Das ist halt uncool. Und auch so, wenn man das dann abbaut, du hast andauernd so Ebbe und Flut, also jetzt nicht so übertrieben, aber halt so Wellengang. Und ja, dann nimmt der andauernd die Hacke wieder aus der Hand, weil du mal eine Sekunde lang zu viel im Wasser warst, weil das Wasser halt gerade ein bisschen hochgekommen ist. Naja, nervt auf jeden Fall an am Wasser. Ich mach das lieber auf dem Festland. Pilzis. Himbeeren. Mensch, das läuft heute. Zwei Bienenköniginnen ohne Ende Himbeeren. Ach, das macht echt Spaß, einfach mal wieder ein bisschen rumzulaufen. Nicht die ganze Zeit so voll Adrenalin durch den Sumpf zu rennen. Hier gibt's echt... Oh, hier gibt's echt viel Stein. Ich weiß nicht, hier drüben ist schon aufgedeckt, aber ich würde trotzdem nochmal in die Hütte reinschauen. Na, hier gibt... Schon wieder eine Bienenkönigin. Geil. Oh, wir müssen mal ein bisschen Futter nachhauen. Ja, jetzt können wir auch draufhauen. Bienenkönigin ist da. 3 Stück. Und das innerhalb von 10 Minuten. Dann lasst uns das kleine Stück Karte noch aufdecken. Dann würde ich sagen, wir teleportieren uns mal nach Hause. Gucken mal ganz kurz, was der Bronze- bzw. Bronze-Nägelbestand sagt. Was ist denn hier? Ist hier nochmal für Eiktür? Jag seine Nachkommen. Das stand, glaube ich, bei Eiktür. Vielleicht noch ein weiterer Spot gewesen. Aber ich weiß nicht, bringt das was, Eiktür nochmal zu besiegen? Eigentlich nicht, ne? Kriegen wir nochmal ein hartes Geweih? Hm.
Nö, sonst hätte ich es mir jetzt markiert und wir wären nochmal hingegangen mit... da waren es ja Hirschtrophäen. So, und das kleine Stück noch hier oben. Ja, dann ab nach Hause, gucken, Boot bauen, Boot holen, wie wir uns entscheiden. Und dann würde ich eventuell sogar mit euch schon mal anfangen, so ein bisschen das Hochbeet zu bauen. Beziehungsweise unser Beet ist halt eh viel zu klein und viel zu hässlich. Das muss definitiv größer werden. Wenn man sich dann einmal die Arbeit macht, den Flug mit ins Inventar packt, weil die ganze Zeit mit rumschleppen ist halt auch unnötig Gewicht. Ich versuche das halt in letzter Zeit immer mal ein bisschen zu sparen, dass wir wirklich mehr Sachen mitnehmen können. Ja, und die Samen natürlich einpacken und so weiter, und das ist einfach aktuell noch viel zu klein. Wenn man sich einmal die Mühe macht, soll sich das auch lohnen. Wir haben ja jetzt auch Platz auf der Seite, von daher passt das sehr, sehr gut. Ja, und ein bisschen hübscher. Also eine Steinumrandung, es soll jetzt kein Riesenhochbeet werden, sondern so leicht erhöht. Ich wollte mal gucken, ob wir... Ich wollte die Steinmauern setzen. Moment. Die hier. Wollte mal schauen, ob wir die so halb in den Boden reinkriegen. Wenn wir die so setzen, müssen wir jedes Mal drüber springen. Wenn wir aufs Beet wollen, das ist irgendwie auch nicht so der Weg. Deswegen wollte ich mal schauen, ob wir das vielleicht so halb hoch irgendwie hinkriegen, dass wir da noch normal drüber laufen können. Beziehungsweise, ja, vielleicht auch mit einem kleinen Sprung. Aber Hauptsache, da steht jetzt nicht so eine riesen Mauer erstmal. So, deckt das letzte Stück auf, haben wir. Und jetzt hier oben noch. Also hier gibt es echt ohne Ende Stein. Aber ohne Ende Stein. Wahnsinn, geil. Weiß nicht, ob ich es heute schaffe, jetzt heute noch weiterzubauen mit den Bodenplatten. Aber wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja bloß noch ein kleines Stück. Und ansonsten halt den Graben noch mal ein bisschen verbessern, dass der genauer an der Mauer lang geht. Und naja, also die ganzen Feinarbeiten dann halt. So, wir haben es. Ist eigentlich ganz cool, weil jetzt kann ich auch direkt das Portal hier hinstellen. Wir müssen es ja eh hier hinstellen, weil wir nach Hause wollen. Und so kann ich dann definitiv auch schnell hierher teleportieren, um die Steine abzubauen. So, zack, zurück. Ausbeute war okay. 3 Bienenköniginnen, ganze Menge Himbeeren, Pilze, ein bisschen Stein, ein bisschen Holz, etwas Harz. Das geht schon. Schaut euch mal an, wie viel Platz wir haben. Ich finde das so mega geil. Ich freue mich, dass das endlich fertig ist. Also das waren, keine Ahnung, so alles in allem bestimmt 20, 30 Stunden. Locker. Also ich denke vielleicht sogar mehr. Wenn wir jetzt wirklich komplett von den Bodenplatten mal nur ausgehen. Von Anfang bis Ende. Insgesamt war das echt, ja, wahrscheinlich sogar mehr. Wahrscheinlich 30, 40 Stunden. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nicht mitgezählt, aber... So, Fleisch. Wir packen jetzt mal noch ganz schnell das Zeug hier in die Truhen. Mal Bernstein hatte ich. Ne, da hatte ich mit bei wertvollem. Und Münzen auch. Dann mal ganz schnell hier oben noch die Pilze. Na, obwohl die Pilze können wir eigentlich behalten. Wir werfen mal das noch mit rein. Ja, also wir haben wirklich genügend. Genügend. Was wollte ich denn sagen? Honig. Honig, Honig, Honig. So. Und zack. Dann lasst mal schauen. Der Steinmetz steht jetzt, glaube ich, hier hinten. Genau, den müssen wir erstmal schnell wieder abbauen. Ich muss sagen, ich finde den Radius vom Steinmetz echt viel zu klein. Weil die Sache ist, der kostet halt auch ein bisschen was. 2 Eisen und sowas. Ne? Na, hat man halt nicht so mal so schnell wie 10 Holz für eine Werkbank in der Tasche. Der Radius ist aber, glaube ich, genauso groß wie bei der Werkbank. Und andauernd musst du das Ding abreißen, wieder irgendwo hinstellen, weil du zu weit gekommen bist. Und dann nicht mehr da drin stehst. Fand ich etwas nervenaufreibend. So, lasst uns mal den Spaß weghauen. Wie sieht's denn aus? Wir haben noch 5 Minuten. Na, dann können wir doch damit schon mal anfangen. Machen wir hier mal im Schnelldurchlauf. Ach, die Ausdauer. Komm, futter noch mal was nach. Wir haben doch noch 12 Sekunden ausgeruht. Nein, jetzt habe ich Steinplatte. Naja. Stimmt hier, diesen Maipole-Dings wollten wir noch bauen. Ist das Teil so? Ich glaube, ne? Maipole. Genau, Distel haben wir mittlerweile genug. Das können wir uns dann auch mal... Vielleicht machen wir das Anfang nächste Folge. Schaffen wir das jetzt nicht mehr.
auch mit ins Haus hauen, dann haben wir noch mal eine Minute mehr ausgeruht. Ich finde das geil, dass hier irgendwas drunter liegt. Dadurch funkelt das die ganze Zeit so nach oben. So ein Steinkreis hat ja eh schon so ein bisschen... Wir haben zu viel Holz. Ja, sowas Magisches, sage ich mal. Passt irgendwie ganz gut dazu. So. Und zack, haben wir jetzt alles. Eins steht noch. Eins steht noch. Bauen. Jetzt müssen wir mal schauen mit der Mauer. So wäre mir zu hoch. Aber wir müssten die Haut mal so setzen können. Und da können wir nämlich auch noch drüber laufen. Geil, das sieht doch viel besser aus. Müssen wir bloß mal schauen. Aber ja, wir kriegen es ran. Den Boden müssen wir natürlich irgendwann mal noch etwas verschönern. Zack. Zack. Also vom Abstand zum Haus würde ich so bleiben. Müssen wir jetzt nicht unbedingt weiter rüber setzen. Ich finde das auch meistens ganz schön, wenn die Sachen etwas enger beieinander stehen. Hat der richtig gehalten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt stehen wir wieder außerhalb. Ihr seht's, ne? Das Ding steht da drüben. Bin mir nicht ganz sicher, ob der hier richtig eingesnappt ist. Und wir holen das Teil, obwohl wir machen erstmal auf der Seite weiter. So. Sonst rücken wir das hier 4, 5 Mal hin und her. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Zack. Und kommen nochmal. Ah, es ist schon wieder kein Stein mehr. Da seht ihr mal, wie viel das kostet. Und das Ding kostet schon, glaube ich, nur 4, ne? Ja. So eine Bodenplatte kostet 6. Ist halt jedes Mal, ich krieg so um die 120 Steine ins Inventar. Mit so allem anderen Scheiß, den wir hier oben haben und Rüstung. Und das sind halt 20 Bodenplatten. Das klingt viel, aber das ist das Stück hier. Und das ist halt echt immer ein ganz schöner Krampf. Naja, gut. Stein hole ich später mal noch. Das macht jetzt keinen Sinn mehr loszureisen. Ich würde eher sagen, lasst uns mal noch ein bisschen... ein paar Bienchen bauen. Ich glaube, ich hatte das falsch gemacht. Ich hatte die ja immer so hingehangen. Und die neuen, die wir jetzt hatten, habe ich mal so hingehangen, weil die haben 2 Ausgänge. Das hatte ich auch in einem Kommentar stehen, deswegen bin ich drauf gekommen. Und ich glaube, es ist schlauer, wenn wir die so hinhängen. Dass die auch rauskommen. Deswegen hatten wahrscheinlich manche das Problem auch mit hier mehr Fläche und so. Nur die Frage, hängen wir das hier rum? So, wie haben wir das jetzt? So, ne? Zack. Zack. Wir müssen da mal schauen, dass wir denen nochmal einen extra Platz geben. Die Frage wäre auch, können wir das denn von innen hier... Hi, cool. Lass uns das doch an den Zaun hängen. Sieht doch cooler aus als da. Und dann können wir irgendwann richtig ausrasten und haben den kompletten Zaun voll. Müssen wir mal schauen, wo wir anfangen. Am besten hier. Ist nur die Überlegung, wenn Trolle kommen, den Zaun einprügeln. Naja. Dann werden die Bienenköniginnen auch irgendwo rumliegen und wir können sie wieder neu bauen, glaube ich. Wir machen das mal noch schnell. Eine Minute haben wir noch. Wir lassen dir noch ein bisschen mehr Platz. Ja, damit. Komm, eins noch. Zack. Wieder zu viel einstecken. Okay, naja. Die Bienenkönigin hat er hoffentlich alle mitgenommen. Ansonsten gehen wir gleich nochmal drüber. So, das Ding brauchen wir, sonst darf ich nicht bauen. Wir lassen den jetzt echt mal ein bisschen mehr Platz. Und versuchen die auch mal alle so ein bisschen auf eine Höhe zu kriegen. Jetzt ist die Frage, eigentlich, Moment, wir müssen das nochmal abreißen. Wir machen das immer genau auf das Dings. Obwohl die nicht, doch die sind gleich. Ich habe immer mal einen dazwischen, der nicht genauso lang ist, damit das am Ende aufgeht. So, und zwar... machen wir so. Ah, dann ist wieder nicht sehr viel Platz dazwischen, ne? Wir probieren es erstmal. Soll ja jetzt auch nicht perfekt werden, aber zumindest, dass die nicht alle kreuz und quer hängen. Beobachten wir mal, ob die dann genügend Fläche haben oder ob es nicht reicht. Ich möchte jetzt nichts essen. So. Wir haben hier vorne noch was rumliegen, noch eine Bienenkönigin. Und hier liegt noch Holz. Das sieht doch auch schon mal geiler aus. Da wird auch der Zaun ein bisschen hübscher.
Wir haben es halt wirklich alles auf einer Seite, weil früher oder später wird das eh nochmal das Doppelte und Dreifache werden und dann, ja, hier übereinander ist doof, weil da müssen wir immer hochspringen, weil der Honig ja immer oben drauf liegen bleibt. Irgendwie dann auch nicht so geil. So, zack. Zack. Oh ne, jetzt haben wir's. Ich hoffe mal, ihr seid glücklich. Bienen sind glücklich, 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 glücklich. Hey, wir haben es geschafft. Cool. Mal schauen, ob die alle ordentlich produzieren, aber sieht das mal gut aus. Oh, die letzten beiden hängen ein bisschen tief. Das müssen wir noch ganz schnell machen. Tut mir leid. Damit kann ich nicht leben. Bitte etwas höher. Besser? Ja, ne? Cool, und irgendwann haben wir mal den ganzen Zaun drumherum voll. Da laufen wir einfach einmal durch und haben das komplette Inventar voll mit 8000 Honig. Mal schauen, wie es wird. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Wir machen nächste Folge ein bisschen mit dem Beet weiter und gehen natürlich nochmal auf Händlersuche, dann hoffentlich mit dem Boot. Und dann schauen wir auch nächste Folge mal, wie das aussieht, ob wir genügend haben für ein neues. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen 19 Uhr. Macht's gut.